Port Royal. Es gibt eigentlich nur diesen einen Kartenstapel. Wer dran ist, ganz einfach, deckt die Karten auf. Zum Beispiel ein Schiff hat ein Gold geladen und hat die Kampfstärke von 1. Wenn ich zwei Schiffe derselben Farbe aufdecke, ist mein Zug quasi beendet, die Hafenauslage wird abgeräumt und ich kann in dieser Runde keine Karte nehmen und das ist schlecht. Personen, die alle unterschiedliche Effekte haben und hier unten sieht man den Goldpreis. Ja, hier gibt es einen Pirat, eine Säbelstärke von 2. Damit könnte ich dann schon so Schiffe wie die Pinasse etc. abwehren. Hier gibt es noch mehr Leute, ein Fräulein, die macht alle Karten billiger, ein Händler, eine Galeone, die hat 3 Goldmünzen geladen. Dann könnte ich mir diese Galeone hier nehmen und dafür 3 Goldmünzen bekommen. Ich kann mich voll auf bestimmte Personen stürzen, um ganz gezielt das und das und das zu machen. Und das ist schon erstaunlich. Man deckt im Prinzip nur von einem einzigen Kartenstapel Karten auf und das war's.